Wo wollen wir anfangen? Bei dieser Anfrage, bei diesem Versuch, an eine Liste zu gelangen, die die Heimischen von den ausländischen eingebürgerten Neubürgern, Doppelstaatsbürgern, in Anführungszeichen Gastarbeiterinnen trennen soll. Und unmissverständlich, was immer die Anfrager auch sonst noch von ihrer Motivlage behaupten, rassistisch ist. Sie ist rassistisch, da sie ein Profiling abruft, dass die Herkunftsfrage mit der Frage nach den Kriterien der öffentlichen Kulturförderung und einem impliziten nationalistischen Kulturbegriff vermengt. Dieses wählbare Sammelbecken von Faschisten, das jetzt in allen Landtagen der Republik sitzt, überschüttet die Verwaltung der Landtage mit Anfragen, die keinerlei alltagspolitische Relevanz haben. Ein Verfahren, das von dem Vogelschiss Geschichtsklitterer alias Parteivorsitzende Gauland angekündigt wurde mit dem Satz, wir werden sie jagen. Der Vogelschiss wurde gestern im Übrigen von einem rechtsnationalen Populisten aus dem Ländle zur Relativierung rechten Terrors und in Bezug auf die Ermordung von Walter Lübcke benutzt. Ich werde darauf zurückkommen. Also zurück zur Jagd. Die kleine Anfrage ist eine im demokratischen Verfahren verfügbare Größe und ist inzwischen die Munitionierung dieser Jagd. Sie wird zur Lähmung der eigentlich politischen Arbeit, also gegen jede Anstrengung, Zukunftsfragen zu beantworten, massenhaft von diesen verbohrten, aber keineswegs strategisch dummen, zu kurz gekommenen eingesetzt. Und diese kleinen, ständigen, permanenten Anfragen speisen sich im Kern immer aus einer reaktionären, zukunftsunfähigen Geisteshaltung. Sie sind mit einigen Ausnahmen meist rassistisch, sexistisch, homophob und auf einen nationalistisch-völkischen Tenor ausgerichtet, der sich aus einer Vergangenheit speist, von der wir 1945 befreit worden sind. Das andere Element der kleinen Anfrage ist die... Das andere Element der kleinen Anfrage ist die Sammlung von Daten und damit auch die Sammlung von möglichen Zielen der Jagd, die man dann medial mit zusätzlichen Falschmeldungen lanciert und somit an die der Partei nahestehenden Schlägertrupps vermittelt. Ich konnte es mir gestern nicht verkneifen und habe mir die Verwaltungsratsprotokolle des Württembergischen Kunstvereins aus den Jahren 1933 und 1934 zur Gleichstellung durch das Propagandaministerium unter Goebbels, der nicht nur auf Provokation aus war. Ich könnte hier einiges zitieren und einiges würde unmittelbar an die Gegenwart erinnern. Die Protokolle triefen vor Angst und der Furcht, selber zum Ziel der neuen Machthaber zu werden. Schon in den Monaten vor der Machtergreifung werden jüdische Mitglieder angehalten, sich bei der Bewerbung von Ausstellungen zurückzuhalten. Wichtiger ist in unserem Zusammenhang allerdings die nach der Machtergreifung unmittelbar einsetzende Sammelwut in Bezug auf alle relevanten Daten von der Finanzierung bis zu Personallisten und mit den Personallisten immer in einem Nebensatz verknüpft die Frage nach den nicht-arischen Mitgliedern, die eben nicht explizit, sondern wie selbstverständlich in die Anfrage eingebettet war. So wurden die Daten zunächst Enteignungslisten und spätestens ab 1941 Todeslisten. Wenn der Kapitalismus, so wie es eigentlich von keiner ökonomischen Theorie bestritten wird, ein System der Enteignung ist, dann ist der Evaluationswahn des neoliberalen digitalen Zeitalters eine unseren Alltag durchdringende Struktur, die sich aus Technologien des Faschismus wie den Wirtschaftsmodellen beispielsweise des Taylorismus speist. Dass spätestens seit den 1980er Jahren auch die öffentlichen Verwaltungen sich als betriebswirtschaftliche Entitäten betrachten, so nennt sich die Stadt Stuttgart selbst ein Konzern, greift dieser Evaluierungswahn, das heißt die endlose Produktion von Listen zur Kontrolle von in der Politik entwickelten Rahmenstellungen, auch auf die Kulturinstitutionen zu. Erhebungen von Quantitäten werden ganz im Sinne neoliberalen Gedankentums vor Qualitäten gesetzt. Und viele Kulturinstitutionen haben bereitwillig geliefert, um mittels quantifizierbarer Daten ihren Anspruch auf Fördermittel nachzuweisen. Der Württembergische Kunstverein, die Kammerspiele München und viele andere haben immer sehr bewusst nicht geliefert. Spätestens jetzt...
Spätestens jetzt ist klar, dass die scheinbar harmlose Neoliberalisierung des Kunstbetriebs Methoden etabliert hat, die eben auch dazu tauglich sind, rassistische, sexistische, homophobe, völkische, nationale Kontrolle auszuüben. Wir müssen uns ärger auch an die eigene Nase packen und unsere politischen Strategien neu justieren. Es wäre zumindest angebracht, an längst aus dem politischen Feld kommende Kriterien wie der Datensparsamkeit zu erinnern. Es gilt auch darum, nichts mehr zu relativieren oder jener Tendenz zu erliegen, dass unsere Demokratie schon irgendwie wehrhaft ist. Wenn dies unsere Demokratie ist, dann können wir dieses Unser nicht an das parteipolitische Feld delegieren, das sich in Teilen konservativen Milieus schon längst auf völkisch-nationale Rhetoriken zubewegt. Dies muss nicht mehr wie in den 1930er Jahren heißen, dass besagte konservative Milieus zum Steigbügelhalter der Faschisten werden, sondern kann, wie wir in Ungarn beobachten können, aus einer ehemals gemäßigten konservativen Partei eine personalgebundene Verwandlung durchleben, die in Europa des 21. Jahrhunderts längst einen durch und durch faschistischen Staat etabliert hat. Wir sollten die Verwandlung Ungarns sehr ernst nehmen. Wir sollten wissen, dass die Kultur das erste Ziel war, dass von den Kolleginnen, mit denen wir dort intensiv zusammengearbeitet haben, keiner mehr im Amt ist, dass Direktoren wegen falscher Gesinnung von Grundschulen entfernt werden, dass Personalstellen nach den richtigen völkischen nationalen Gedankengut vergeben werden, dass der Alltag längst mit der Furcht durchdrungen ist, im falschen Kreis eine falsche Äußerung zu machen. Es ist der Unterschied zu den 1990er Jahren, dass die Republikaner in Deutschland von einem Europa im Aufbruch umgeben waren. Die heutige Situation ist die eines Europas, das an allen Ecken und Enden durch reaktionäre nationalistische Tendenzen in eine Vergangenheit nationalen menschenverachtenden Protektionismus zurückgeworfen wird. Die Ursachen hierfür liegen auch in einem menschenverachtenden Neoliberalismus, der diesen Aufbruch von Menschen instrumentalisiert hat für seine Gewinnmargen, die extrem ungleich umverteilt wurden. Okay, kommen wir zurück zu unseren politischen Gegnern im Nahbereich. Der Herr Jong ist ja schon genannt worden. Hier noch zwei Anmerkungen. Wenn Marc Jong, jener akademisch zu kurz gekommene, der sich, falls mit der politischen Karriere es nicht klappt, erfolgreich auf eine Stelle an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe eingeklagt hat, die er jederzeit wieder aufnehmen kann, als kulturpolitischer Sprecher der Rechtspopulisten wie Volk äußert, es wird mir eine Freude sein, die Entsiffung des Kulturbetriebs in Angriff zu nehmen, dann müssen wir zwei Dinge ins Auge fassen. Die Freude ist Ausdruck von einem tiefsitzenden Hass. Und der Begriff der Entsiffung ist die Betrachtung Andersdenkender als Ungeziefer, das ausgetilgt werden muss. Dies unterscheidet sich in keiner Weise von dem Verhalten eines rechtspopulistischen Abgeordneten, der bei der Trauerbekundung im Bayerischen Landtag für Walter Lübcke sich demonstrativ nicht von seinem Platz erhebt. In diesem Moment sendet dieser gewählte Mandatsträger das Signal an die ehemaligen und immer noch aktiven Mitglieder des nationalsozialistischen Untergrund, dass der Kopfschuss aus nächster Nähe ein legitimes Mittel zur Beseitigung politischer Gegner ist. Wir, die Kulturschaften, sind ebenso öffentlich-politische Repräsentanten. Und wir sollten uns trotz aller wichtigen Unterschiede enger verbünden. Mit unserer Art und Weise des guten Lebens, des freien Lebens, des transnationalen Lebens, des gerechten Lebens, des Teilens, der Solidarität, aber auch der klaren antifaschistischen Kante in die politische Auseinandersetzung mit einzubringen. Wir müssen uns ändern. Wir müssen gemeinsam politisch aktiv werden und mehr aufbegehren gegen diesen fatalen rechtspopulistischen Stumpfsinn, auch und zuallererst, um den Ermordeten, den Opfern rechter Rhetorik gerecht zu werden. Danke.